Hey Leute, willkommen zurück zu Life is Strange. Wir sind wieder in der Gegenwart angelangt, die wir schon kennen. Das heißt, Chloe hat wieder blaue Haare, William ist leider tot. Aber alles wie gehabt, sage ich mal. Ob es zum Guten oder zum Schlechten ist, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich finde es übrigens gut, wie es jetzt ist. I wonder if David is going to the party. Der Vortex Club. End of the World Party. Ja, morgen ist es soweit. Morgen soll die Welt untergehen, zumindest Arcadia Bay soll untergehen, so aus unserer Vision können wir das entnehmen. Ob es so geschieht, ich bin schon gespannt, aber werden wir sehen. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Mr. Madsen, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Es ist sehr, also wir begrüßen das. Beste Grüße, Sean Prescott. Oh, wow, 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 wow. David. Either Chloe stole another gun, or David is out there armed. Oh nein, das wäre... Och, bitte nicht. Das eskaliert. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Ach du Elend, geht das jetzt so weit, dass die beiden sich wirklich trennen wollen? Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Vielleicht war es doch nicht ganz so gut, dass wir uns gegen ihn gestellt haben. Wir hätten es vielleicht ein bisschen harmonischer hinbekommen, die Familie. Joyce, du weißt, ich bin nicht gut darin, mich zu erklären oder wie ich manchmal handle. Ich weiß nur, dass mich niemand so verstanden hat wie du bisher. Ich würde nie etwas tun, um dir oder Chloe weh zu tun. Mich um meine Familie zu kümmern, ist meine einzige Mission. Na gut, er hat Chloe geschlagen, ich meine. Ja, ich habe schon die Grenzen etwas überschritten, indem ich euch verdächtigt und überwacht habe. Aber es tut mir wirklich leid und ich schäme mich dafür. Aber es gibt dunkle Dinge, die in Arcadia Bay geschehen. Das habe ich dir niemals gesagt. Du bist meine Frau und mein Partner und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse haben. Ich wollte dir alles sagen, aber ich wollte erst mehr Beweise. Stattdessen hat ein Student fast Selbstmord begangen während meiner Aufsicht und du hast mich aus meinem liebsten Heim geworfen und meine Stieftochter hasst mich. Bitte lass mich... Och Mann. Ah, vielleicht war er doch kein so schlechter Kerl, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Aber das weiß man immer erst später. Ich meine, wir kennen ihn ja nicht richtig. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Oh, seht ihr mal, das holt uns jetzt alles ein, das aus dem ersten Kapitel. Von Raymond Wells an David Madsen. Abgesehen, nee, despite... Aha. Trotz unserer hitzigen Diskussion darüber, über die erfolgreiche Petition... ein Überwachungssystem an dem Campus zu blockieren, bin ich immer noch interessiert an ihrem Feedback und anderen Methoden, wie wir die Blackwell sicherer machen können. Wir müssen einen Mittelweg finden zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Studenten. Beste Grüße, Principal Wells. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Von Michelle Grant an David Madsen. Ich brauche keine Überwachungskamera, um diesen Beurlaubungen kommen zu sehen. Viel Glück, Mrs. Grant. At least he has one weird fan. Von Anonym an David Madsen. Lieber Mr. Madsen, ich wollte Sie nur wissen lassen, dass dieser Bullshit, der Ihnen und dieser Schule passiert ist, was? Diese Schule, die zu viele Metrosexuelle hat, was? Weder Sie, was? Noch das Militär, oder was? Who don't appreciate? Ach so, die weder sie noch das Militär zu schätzen wissen. Ich fühlte mich sicher in meiner Wohnstube, als sie noch verantwortlich waren und auf mich aufpassen wollten. Ich hoffe, sie werden bald zur Blackwell zurückkommen und uns alle sicher schlafen lassen in der Nacht. Ich bin wirklich ängstlich auf dieser Schule, oder ich habe wirklich Angst auf dieser Schule. Wish I had surveillance footage of that conversation. Oh Gott. Von David Madsen an Raymond Wells. Es tut mir leid für meinen Ausbruch gestern in Ihrem Büro. Ich war aufgebracht und habe meine Position an der Blackwell verloren, ohne eine komplette Untersuchung der Fakten und wurde durch die
Unglaubwürdigkeit einiger Studenten ausgehebelt. Es gibt ein Krebsgeschwür an der Blackwell Academy und ohne mich wird es sich weiter ausbreiten. Ja, sincerely, Madsen. David Madsen. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Wahrscheinlich wird es nämlich genau das sein. Er hat Sicherheitskameras angeboten, hat dem Sohn geholfen und sich damit einen guten Stand verschafft bei den Prescotts. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Mhm, das frage ich mich auch langsam. Leute, ich will nicht mehr so vorschnell urteilen, weil jetzt habe ich wieder gesagt, er ist vielleicht doch ein guter Kerl. Und andererseits kommt da am Ende noch was ganz, ganz Übles bei raus. It's amazing how much drama this living room has seen. Nee, das lasse ich jetzt mal. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Oh Gott, wie viele tote Vögel liegen denn hier? Poor birds. I guess David wasn't in the mood to clean up. Ich finde nur, was Don't Not hier macht, das ist echt der Wahnsinn. Also sie lassen einen so mitfiebern, mich zumindest. Es ist die meiste Zeit sehr, sehr ruhig, ja. Ganz klar, also es gibt wenig Action in dem Spiel. Doch trotzdem schafft es irgendwie, mich da reinzuziehen und mich mitdenken zu lassen. Es braucht nicht immer Action. Es braucht manchmal einfach nur eine packende Handlung und gut geschriebene Charaktere. Das ist alles, was zählt, finde ich. Das habe ich schon bei anderen Spielen bemerkt. Ach, hier ist gar nichts draußen, ja. Nicht, dass ich jetzt wieder was vergessen habe. Ich hätte nämlich gerne noch die Fotos. Ich hätte gerne die Fotos. Ein Nest, die Steine. Okay. Gibt es eine neue? Es gibt eine neue Seite. Ich war so froh, dass ich Chloe wieder zurück in meinem Leben habe. Die Sekunde, in der ich ihre blauen Haare gesehen habe und ihr wunderschönes, genervtes Gesicht, da wollte ich sie wieder küssen. Ich konnte ihr einfach nicht sagen, wo ich gewesen bin oder warum. Es wäre ein weiteres Ding, was Chloe und die Welt von mir entfremden lässt. Oder mich von der Welt entfremden lässt. Ich musste mich einfach wieder auf unsere Suche nach Rachel konzentrieren. Chloe war ziemlich beschäftigt mit ihrer Detektivarbeit, während ich in meiner alternativen Zeitlinie war. Oh, was ist das denn? William never finished painting that wall. Oh Mann. Die haben das nie fertig gemacht. Das ist schon ein bisschen schade, oder? So, habe ich mich denn auch gut umgesehen? Habe ich irgendwas vergessen, Leute? Oh, warum sollte ich jetzt... Hä? Da war eine Entscheidung. Nee, das lassen wir mal. Looks like David already booked a room. The Bloch Hotel. Die Fotos hatten wir auch schon. Ich glaube, wir gehen einfach, oder? I helped Joyce lose William and now David. Nee, warte, wir haben noch irgendwas vergessen, scheinbar. Es gibt noch einiges zu tun. Da müssen wir nochmal in die Garage wahrscheinlich. Oh. Gut, den Zettel hatten wir. Was gibt es hier noch zu tun? What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Okay, I can use that crowbar to pry open the locker. Ernsthaft, das willst du jetzt wirklich tun, ja, Max? Na, wenn du meinst. Geht das nicht auch ein bisschen anders? Oh. Warte mal. Haben wir vielleicht irgendwo einen Hinweis? Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Should I have signed the petition? Oh, meow. At least he has. Wish I had surveillance footage of that conversation. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Vielleicht haben wir irgendwo... What the hell did David do for Nathan? And what... I wonder if David is going to the party. Nee, wir haben keine Nummer, glaube ich.
Außer die hier auf dem Zettel, aber der vierstellige bräuchten wir ja. David already booked a room. Ach Mann, Leute, wie soll ich das machen? Irgendwo muss eine Nummer sein, die ihn damit verbindet. Vielleicht... Ich weiß es nicht. Wir nehmen mal das Brecheisen. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Mhm. Vielleicht finden wir die Nummer ja jetzt. Wir können es ja zurückspulen, von daher. Alles gut. Oh, Maps, Notes, Coordinates, Fotos of Kate, Nathan. Oh, yes. She weiß, she knows something. Sie weiß etwas. Oha. Latitude, Longitude, das sind Längen und Breiten gerade. Was ist das denn bitte? Was schreibt er da auf? Er hat sogar das mit Warren gesehen. Twilight Zone. Auf der Nummernschild Twilight Zone. Was? Was steht da? Pay up? Town Perks, oder wie? Ganz oben links seht ihr dieses markierte Town Perks? Town Parks, vielleicht? Score. Back to Chloe now. Ha, ich hab's noch. Ist ja lustig. Und das Brecheisen habe ich sogar auch noch. Das ist so gut, wenn man die Zeit zurückspulen kann. This is so my fault that Joyce kicked David out. Max Caulfield, homewrecker. Ja, ganz ehrlich, hätten wir das wissen können, dass es so eskaliert? Yo, na ehrlich. Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Ach, wie schön tatsächlich. Ich hab schon gehofft, dass das irgendwann mal this passiert. This is definitely Kate's floor. The hospitals always freak me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be her friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Oh, Chloe. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. Die beiden sind so süß zusammen, oder? Ich find's klasse. Und schön, dass wir Kate besuchen können. Ich sagte ja, das habe ich mir gewünscht. Ich meine, es war nicht leicht, sie zu retten, aber es hat sich gelohnt, glaube ich. Max! Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards.
I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Oh, es ist schön. Ich freue mich gerade. Good to see that Kate is still working on her book report. Na, die Zeichnung ist jetzt nicht so hübsch, aber naja. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Ja, okay, jetzt sieht man es detaillierter. Also die Katze sieht cool aus. Podcat Mustard. Was hier? Where is she? Walk, walk. Here. Okay. Oh, der Fuchs oben links sieht gut aus. Das sieht voll gut aus. Also, es ist sehr hübsch illustriert, muss man sagen. Ja, okay, ich gebe es ja zu. Ich habe mich erst ein bisschen... Naja, war nicht nett von mir. Aber es sah auch ein bisschen komisch aus, eben diese komischen Brösel auf dem Bild. Thank you, sisters. You really saved Kate. Oh, das ist so nett. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Mhm. Von Raymond Wells an Kate Marsh. Liebe Kate, ich wollte nur zeigen, dass ich aus tiefsten Wünschen eine schnelle Regeneration für dich wünsche und die Blackwell Academy schließt dich in ihre Gebete ein, bis du zurückkommst. Die Studenten dieser Fakultät haben eine Rallye, eine, weiß nicht, sowas, haben eben was, nö. Was haben sie denn, eine Rallye? Also quasi eine Veranstaltung für sie organisiert, um sie zu ehren. Und ich habe noch nie so eine große vereinte Unterstützung für einen Studenten in unserer Schulgeschichte gesehen. Ich weiß, meine Worte bedeuten dir wenig, abgesehen der Umstände oder angesehen an den Umständen. Nee, wie sagt man? Ich weiß, meine Worte bedeuten wenig angesichts der Umstände. Aber es ist wichtig, dass du weißt, dass wir uns um dich kümmern oder dass du uns wichtig bist. Wenn du Unterstützung brauchst, dann zögere nicht, uns danach zu fragen. Mit besten Grüßen, Principal Ray Wells. Ach, das ist ja nett. Das ist echt nett. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Das ist echt nett. That is so sweet. Aww. Even Victoria signed. But not Nathan. Wen hat's gewundert, dass Nathan nicht unterschrieben hat, der Arsch. In unseren Herzen und unseren Gedanken. Wir lieben dich, Kate. Blackwell Academy. Ach, das ist echt nett. Guck mal. Max hat auch unterschrieben. Oh, Blümchen. Victoria Chase might be queen bitch, but she's not evil. Hm, Kate. Ich weiß, dass du mich hast und du solltest es auch, aber ich will nur, dass du wieder lächelst. Bitte, wenn du irgendwas brauchst, lass es mich wissen. Liebe und Küsse oder Drück und Kuss, Victoria. Ja, das ist echt nett. Also komm, man kann jetzt nicht sagen, dass sie absolut böse ist. Ah, ich finde das schön, wirklich. Ich finde das schön, dass sie sie nicht jetzt noch weiter fertig machen. I don't think get well is quite apropos. If this gets Kate through the night, so be it. Ja, meine Güte, sie ist halt gläubig. Kann man ihr lassen. Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props to her. Warte mal, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber Tulpen, war das nicht irgendwas als Grabesbeigabe? Nee, ich will jetzt nicht so... Nein. Nein, nein. That is so good to know that Kate is drawing again. Setzen wir uns mal ein bisschen zu ihr. Noch ein bisschen quatschen vielleicht. Oder einfach alles nochmal rekapitulieren.
I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing. But whoever said we only have a single fate? Time travel is such a mindfuck. Oh ja. Das ist ein richtiger Mindfuck. Aber ich habe schon mal gesagt, auch wenn es egoistisch scheint, ich finde diese Realität, die ist okay, oder? Die ist okay. Kate, it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so that might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? I assume he'll show up at the Vortex Club party tonight like nothing happened. And nobody can do anything to him after what he did. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. Oh, Leute, ich weiß nicht. Ich will zurückspulen. Ich will. Ich will sie nicht noch weiter involvieren. Sie hat schon genug mitgemacht. Das muss nicht sein. Wir machen das alleine, oder? Ich kann nicht zurückspulen. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice, I'll see her soon. Oh, der Hase. Ganz vergessen. Aber ich habe ihn gefüttert letztes Mal. Das ist schon okay. Nee, komm, ich werde dir das mit Nathan nicht sagen, oder? Kate, Max. I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan, like, a tea shop tour of Portland. Oh, yes. And you could bring Warren along, too. What do you think of Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cutie pie. You know he likes you. I'm going to the drive-in with him, so we'll see. With everything that's going on, a date seems weird. No, you deserve that. Kate Marsh, matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. Aww. I saw Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be not nice, but I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive, but I feel her struggle. Me too. I could have taken a picture of her covered in paint, but I didn't, and we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? Ich wollte es gerade sagen, sie ist unsicher, sie ist insecure, sie ist keine Bitch, sie ist einfach unsicher, sie hat Geld und sucht immer nach Anerkennung und darum buttert sie andere runter. Also, wenn ihr in der Situation seid, dass euch jemand runterbuttert, wenn ihr noch in der Schule seid, ich habe das ja selber mitbekommen, die Leute fühlen sich immer unsicher, sie wollen ihre eigene Unsicherheit überspielen, indem sie gemein sind zu euch oder sie sind einfach Idioten, aber meistens ist es Unsicherheit, glaubt es mir. Am besten, so doof sich das anhört, solche Menschen ignorieren oder absolut Kontakt vermeiden, wenn es sich machen lässt. Aber ich will jetzt nicht hier wie der Onkel dastehen, der die Lebensweisheiten von sich gibt, aber wirklich, die sind unsicher. Mehr ist das nicht. She's insecure. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. Ich lasse das mit Nathan mal aus, oder?
I have to get back to our... Doch. I do. Ich werde es ansprechen, aber ich wollte erst nochmal das Gespräch beenden. Jetzt rede ich es nochmal durch mit ihr und ich werde mal die Familie in Bezug bringen. Hey Kate, back again. Which makes me happy. Oh, die sind I so süß. Nathan die beiden sind so süß. You did? So what is going... I think his family is totally protecting him. Or worse. I never say this about people. But Max, there's something evil about the Prescotts. They have something to do with death. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. Nein. I do. Was machst du nicht, Kate? Sorry, aber ich kann das nicht zulassen, dass sie sich jetzt... Es ist nur eine Zimmernummer, ja? Es ist wirklich nur eine Zimmernummer, aber das muss nicht sein. Sie muss sich da jetzt nicht mit einmischen. Ich finde das nicht gut, wenn sie sich in Gefahr bringt und... Alles, was mit Nathan zu tun hat, bringt Gefahr, glaubt es mir. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Oh je, der hat eine Knarre, Leute. Ich mag keine Menschen mit Knarren. Ach, der Campus. Ist ein schöner Campus. Dieses Geschmiere muss zwar nicht sein, aber... Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend, Chloe. Yeah. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party. So I hope you'll be there to celebrate. Even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Ich bin gerade so am Grinsen, Leute. Das ist super. Erstmal, Mr. Jefferson ist... Let's see if I can find out where Nathan is. Ja, Mr. Jefferson ist ein richtig cooler Lehrer. Ich meine, der setzt sie nicht unter Druck. Er fördert ihre Talente. Er versucht es zumindest. Zumindest. Was ist denn heute los? Und dann grinse ich, weil Chloe so cool drauf ist gerade mit ihm. Das macht gerade richtig Spaß, aber ich kann schon denken, dass es bald wieder von etwas Negativem überschattet wird hier. Es geht ja nicht ohne, sonst wäre es ja kein Drama. Na gut, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit mir und dem Spiel. Bald geht's weiter. Seid nicht traurig, denn es heißt schon bald wieder Life is Strange. Ich danke fürs Zusehen, für die Kommentare, die Likes und sage bis zum nächsten Mal.